Der ukrainische Präsident hat das Inspektorenteam der IAEO, das die Sicherheit des AKW Saporischschja überprüfen wird, in Kiew empfangen und ihm Sicherheit garantiert. Wir wollen, dass es sein Bestes tut, um Bedrohungen von globaler Dimension zu vermeiden, sagte Wladimir Selenskyj und fügte hinzu: Wir vertrauen ihren Experten, wir möchten nicht nur Kontrollen, denn Kontrollen sind etwas Taktisches, sondern es gibt auch strategische Entscheidungen. Das Atomkraftwerk befindet sich auf ukrainischem Gebiet und ist ukrainisches Eigentum. Die Mission startet nach monatelangen mühsamen Verhandlungen, in denen sich Russen und Ukrainer gegenseitig verschiedene Angriffe auf die Anlage beschuldigten. Wir hoffen, dass diese Mission, wie vereinbart und festgelegt, stattfinden wird. Ich wiederhole noch einmal, wir sind an dieser Mission interessiert und warten schon seit langem darauf. Die Möglichkeit eines neuen GAU wie 1986 in Tschernobyl beunruhigt die Europäische Union, die der Ukraine 5,5 Millionen Kalium-Jodid-Tabletten zur Verfügung gestellt hat. Dieses nukleare Glücksspiel im Atomkraftwerk Saporischschja ist etwas sehr Gefährliches. Die Situation vor Ort ist weiterhin sehr schlecht. Die IAEA-Inspektoren werden nicht nur die Schäden an der Anlage begutachten, sondern auch den Zustand des ukrainischen Personals, das seit Monaten unter strenger Beobachtung des russischen Militärs steht.